Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug. Ich bin's wieder, Alex, komplett in Arbeitsstress. Das heißt, es wird gearbeitet. Im Trockenbauvideo habt ihr ja schon gesehen, dass ich hier im Keller gerne die Waschküche mit einer Trockenbauwand vom Rest meines Arbeitskellers abtrennen möchte. Damit habe ich auch schon fleißig angefangen. Und ja, wie ich mich dabei angestellt habe, seht ihr jetzt. So, jetzt kann's mit der Action losgehen. Das Ding ist geladen und einsatzbereit. Ich habe mir hier USB-Platten 12,5 mm zurechtgeschnitten, genauso dick wie die Rigipsplatten. Die habe ich mit drei Bierdeckeln unterfüttert, die ziehe ich natürlich nachher raus, nur damit die Platten nicht direkt auf dem Boden stehen. Vielleicht macht Sinn, vielleicht nicht. Wenn ihr es wisst, ich weiß es nicht, könnt ihr mir ja gerne schreiben. So, die erste Platte steht. Und jetzt werde ich zum ersten Mal so einen Trockenbauschrauber benutzen. Platte ist gerade ausgerichtet. Denke ich, sollte sie sein. Und ja, dann werden wir mal die erste Schraube setzen. Okay, das ging ja echt mal richtig gut. Habe nur festgestellt, ich muss hier noch mit der Rentierschraube an der Seite die Tiefe ein bisschen tiefer stellen, damit er die Schraube auch ordentlich versenkt. Werden wir mal sehen, ob das jetzt besser wird. Ja, schon besser, aber noch nicht genug. In dem Fall drehe ich die Rindelmutter mal auf Anschlag und setze jetzt die dritte Schraube. Was witzig ist, wenn ihr zwischendurch stoppt, so wie ich es hier gemacht habe, um euch mit euch zu sprechen, schiebt ihr immer gleich eine Schraube weiter. Das heißt, ihr benutzt nur jede zweite. Das werden wir, glaube ich, jetzt mal gleich testen, ob das nicht so ist, wenn wir die Schrauben hintereinander durchjagen. Tatsächlich, wenn man ohne Pause durchzieht, dann gehen die Schrauben auch eine nach der anderen rein. Läuft ganz gut. Wobei ich sagen muss, für meinen Teil könnte er die Dinger noch ein bisschen tiefer versenken und ich kann hier jetzt leider nicht mehr nachregeln. Ich probiere es mal mit ein bisschen mehr Druck. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich den ersten Teil der Wand beplankt habe und ja, ich war gar nicht so zufrieden mit dem Schrauber erst und habe dann nochmal den Trockenbauer meines Vertrauens gefragt, Igor, warum ich mich denn da so schlecht anstelle mit. Und ja, wir haben uns einiges angeguckt und jetzt weiß ich, es liegt weder an dem Trockenbauschrauber noch an den Schrauben. Ich persönlich komme einfach mit den Baumarkt-CW-Profilen nicht so gut zurecht. Die Markenprofile von Knauf sind deutlich fester. Diese hier sind ganz schön wabbelig und drücken sich einfach weg. Dadurch ziehen sich die Platten nicht so richtig ran. Also, wenn man die Profile richtig befestigt, dann geht das auch. Man muss nur ein bisschen mehr Druck aufwenden und dann ziehen sich die Schrauben ordentlich ran. Ich für meinen Teil werde in Zukunft lieber die etwas teureren Profile nehmen, weil sich damit viel schneller und einfacher arbeiten lässt. Ja, wie ihr seht, sind wir auf der Rückseite der Kellerwand oder das quasi in der neuen Waschküche. Und jetzt bringen wir als erstes die USB-Platten wieder auf die Wand auf. Die habe ich draufgebracht, damit ich später ohne Dübel einfach die Schrauben an Regale oder Bilder oder was auch immer an der Wand befestigen kann. Und ja, ich habe mir markiert, wo meine Steckdosen hinkommen sollen.
und werde jetzt erstmal Löcher und Leerrohre in die USB-Platte bohren und diese dann an der Wand befestigen. Für die normalen CW-Profile, für die Trockenbauschrauben in den CW-Profilen, nehme ich die 25er Schrauben und den Trockenbauschrauber. Da mir die Drehzahl für die selbstschneidenden Schrauben hier vorne in den Türprofilen, die Drehzahl vom Trockenbauschrauber ist mir dafür etwas zu hoch, werde ich mein Festool T18 Akkuschrauber nehmen, um da die Schrauben reinzubringen. Tja, da unsere Wand sich auch schön massiv und satt anhören soll, wenn man dagegen klopft, dämmen wir sie natürlich mit Steinwolle. Das ist das Ekelhafteste an der ganzen Sache. Die werde ich mir jetzt mal schnell holen, zuschneiden und da reinstopfen. Hervorragend. Und jetzt haben wir hier auch unsere Kabel, die wir hier durchführen wollen. Die Platte ist ja schon mit den entsprechenden Löchern versehen. Einfach schön draufgesetzt. Als erstes das Leerrohr. Dann mache ich hier ein bisschen Platz in der Steinwolle für. Denkt immer dran, dass ihr später dann Kabel durchlegen wollt. Das heißt, lasst euch große Schlaufen und Bögen, damit die Kabel da schön durchflutschen später. So. Mal schauen, dass die Platte hier auch bündig abschließt vorne. Und jetzt können wir sie schon mit den ersten selbstschneidenden Schrauben befestigen, die ich natürlich Gott sei Dank schon repariert habe. Zack. Ja, dieses Festool-Schnellwechselsystem gefällt mir da wirklich gut, muss ich sagen. So, die erste Schraube sitzt. Die Platte kann nicht mehr weg. Dann setzen wir dann gleich noch eine zweite und eine dritte. So, Schraube Nummer 2. Dann schauen wir mal, wo wir das Ding jetzt noch hinbringen hier. So, mein Problem war ja, dass sich die untere Platte hier unten ständig weggedrückt hat. Und mein Trockenbauer hat mir erklärt, kein Problem, Schraube auf links gedreht, die Schraube links rum ins Holz gedreht, damit das Gewinde ein bisschen mehr Spiel kriegt. Da stelle ich mich aber ein bisschen doof zu an. Deshalb, ich mache mir die Platte jetzt mit einer Zwinge fest und probiere die Schraube so reinzujagen. Naja, was lange währt, wird endlich gut. Die Schraube ist versenkt. So, als nächstes Trockenbauschraube auf die richtige Tiefe gestellt für 25er Schrauben. 25er Feingewindeschrauben geladen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir die Schrauben vernünftig in die günstigen CW-Profile kriegen. Ja, was ich dazu wirklich jetzt sagen kann, ist, der Schrauber macht einen echt guten Job,
Kauft euch bessere Profile. Je fester das Profil, desto einfacher kriegt ihr da die Platten ran. Und für alle diejenigen unter euch, die sich schon immer mal wie John Wayne fühlen wollten und eine gut sitzende Hose und einen festen Gürtel haben, für die hat Metabo hier diese tolle Plastikschlaufe angebaut. Da könnt ihr das Ding ganz easy an eurer Hose platzieren und schon fühlt ihr euch wie mitten im Wilden Westen. Okay, ich muss eine Aussage von vorhin revidieren. Und zwar, ich nehme den Akkuschrauber nicht, weil er weniger dreht, sondern weil er kontrollierter dreht als der Trockenbauschrauber. Nachdem die Wand nun mit 12,5 mm USB-Platten fertig beplankt ist, werden wir nun unsere Rigips Feuchtraumplatten anbringen. Dafür verwende ich wieder den Trockenbauschrauber. Den habe ich diesmal auf 35 mm Tiefe eingestellt, da wir natürlich jetzt längere Schrauben verwenden, weil wir durch den Rigips und die USB-Platte in die Profile müssen. Das war's auch schon, was ich dazu sagen wollte. Legen wir gleich mal los. Dass mein Augenmaß gut genug ist. Also rechts rum erstmal ein bisschen rein. Und dann auf links drehschalten, um uns ein bisschen Platz zu machen. Die Schraube durch Holz drehen. Und wenn wir auf Metall sind, wieder auf rechts Lauf schalten und die Schraube ins Metall drehen. War das nicht schön? Danke nochmal, Igor, für diesen hervorragenden Tipp. Passt, wackelt unter Luft. Jetzt nehmen wir also mal den Trockenbauschrauber zur Hand. Also, lange Schrauben geladen, richtige Tiefe 35 mm eingestellt, erstmal so grob die Feinjustage auf die Mitte gestellt, Gas geben, gedrückt einrasten lassen und dann reindrücken. Also, Gas geben, vorher immer gut, vergesse ich leider jedes Mal, markiert euch mal auf dem Fußboden, wo eure Profile sind. Bei der Platte ist es zum Glück recht einfach, hier wo die Cars sind, läuft auch ungefähr unser Profil. Also kann ich es mir hier sparen, aber sonst, ich markiere mir immer gerne die Profile auf dem Boden, dann ist es viel einfacher. Und wie ihr seht, wenn die Profile fest sind und das alles schön stramm sitzt, dann gehen die Schrauben auch rein wie Butter und der Trockenbauschrauber macht einen echt guten Job. So. Mir fehlt jetzt noch ein Meter Stück, um meine Wand hier auf der rechten Seite zu vollenden. Eigentlich wollte ich das mit diesem Parallelschneider von Wolfcraft erledigen, habe aber festgestellt, dass der tatsächlich genau einen Meter lang nur ist und die Klinge sich am Ende nicht mehr fixieren lässt. Also werde ich das jetzt einfach mal als langes Lineal benutzen oder als Winkel quasi und das hier einmal abschneiden. Naja, ich bin fast zufrieden. Wenn ich jetzt an mein Teppichmesser kommen würde, wäre ich richtig glücklich. So. Ein Meterstück. Ich muss
ehrlich sagen, diese Dinger sehen tatsächlich leichter aus, als sie sind. So. Damit man die Kanten besser spachteln kann, werde ich sie jetzt noch kurz anfasen. Dafür habe ich mir irgendwo hier in der Nähe einen Hobel parat gelegt. Wohl dem, der ein bisschen Platz hat in seiner Waschküche. Ach, wo habe ich ihn denn nur hingelegt? Der liegt hinter Tilo. Würdest du mir kurz reichen, bitte? Auch hier bin ich mal gespannt, wie er funktioniert. Den habe ich nämlich auch noch nie getestet. Aber es kann ja nicht so schwer sein. Doch kann es, wenn man nämlich schon mal von der falschen Richtung benutzt. So. Naja, schön ist anders, aber das erste Mal kann ich mit der Kante leben. So, na dann. Jetzt muss ich mir noch irgendwie die Löcher markieren. Ich glaube, ich muss sie ausmessen. So, ich habe hier den Überstand gelassen, weil ich die Platten nicht passend zuschneiden wollte, weil dann kann ich sie hier genau an der Kante abschneiden. Das ist im Endeffekt das viel ordentlichere Ergebnis. Also eine Richtung Messer schneiden, die andere Richtung sägen mit dem Stichling. So, machen wir lieber von der anderen Seite, das ist eine Auflagefläche. So, einmal gesägt und einmal geschnitten. Und eigentlich, wenn ich mich nicht irre, müsste man jetzt die Kanten ganz sauber abklappen und hoffentlich genauso sauber abschneiden können. Naja, gar nicht schlecht, bis auf dieses Stück hier, aber dem wenden wir uns später nochmal zu. Obwohl. Tja, und Teil 2. Einmal gebrochen. Na schön, der Boden ist etwas uneben, aber nichtsdestotrotz können wir es trotzdem schneiden. So, erledigt. Schon habt ihr einen recht sauberen Türausschnitt. Und alles, was ich auf der rechten Seite gemacht habe, mache ich jetzt noch auf der linken. Wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch das Ergebnis. So, nach einem langen Tag ist die Wand nun endlich fertig. Ja, ich bin es auch, muss ich sagen. Aber für meine erste Trockenbauwand bin ich doch recht zufrieden. Klar, es gibt immer Raum für Verbesserungen. Aber ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit dieser schönen Waschküche hier weitergeht, abonniert den Kanal. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und bis wir uns wiedersehen, habt Spaß mit Werkzeug.